Und ein Moinsen zum Vorbericht zu unserem Spiel gegen Schalke 04. Ihr kriegt da quasi zwei, nur diesmal noch ein bisschen mit bisschen mehr Expertise, ne? Mit Gast. Beim anderen Mal ich wieder alleine auf meinem Sofa unten. Der gute Kesti ist hier. Kennen wahrscheinlich die meisten schon, aber darf sich trotzdem gerne vorstellen. Ja, Tag, moin Felix. Danke, dass ich wieder bei dir sein darf. Hammer, wirklich geil. Ja, ich bin Cassie, ich habe den Kanal Schalke Update. Ja, bei mir kriegst du 5 Tage die Woche Livestreams und jede Menge Schalke-Videos, also wirklich volles Programm. Und ja, das mache ich so den ganzen Tag. Im Endeffekt bin ich das gleiche wie Felix, nur in Blau. Genau, also wer da noch nicht vorbeigeschaut hat, sehr, sehr gerne machen. Wir haben jetzt schon beide Spiele abgedeckt. Hinspiel hatten wir auch schon, hat Milo Kiste hier reingebracht in diese kleine Bundesliga-YouTube-Gruppe, sage ich jetzt mal. Also kann ich ihm, habe ich ihm sehr viel zu verdanken, was das angeht. Und deswegen umso cool, dass das hier nochmal geklappt hat. Ja, kommen wir zum Thema Schalke bei mir vor allem. Wir werfen mal einen kleinen Blick auf die Tabelle und damit so ein bisschen verbunden. Wie fühlt man sich gerade? Wie ist es? Ist da noch Hoffnung oder schon abgehakt? Nein, keine Hoffnung mehr. Nicht mehr. Wie lange war denn Hoffnung da? Man kennt es ja Bis als Fußballfan, zum. dass man lange Hoffnung hat bei seinem Verein. Naja, also ich kann nur für mich selber sprechen, ne? Ich kann wirklich nur für mich selber sprechen. Und ich hatte vom Derby irgendwie immer noch so einen Funken, so ein Mini. Weißt du, so ein Mini-Feuerchen irgendwie so. Ich habe das nächste Spiel, habe ich jetzt auch, was ich auch einmal nur in der Hinrunde gebracht habe, dass ich mal gegen Schalke getippt habe. Das nächste Spiel jetzt gegen Stuttgart. Ich Stimmt, habe sage, ich wir verlieren gesehen. Stimmt. Ja, ich sage, wir verlieren es. Ich glaube nicht mehr an diese Mannschaft. Ich glaube nicht mehr an den Fußballgott. Das wird nichts mehr diese Saison. Definitiv nicht. Und ja, wie ich jetzt hier sitze. Es tut einfach nur weh. Glaub es mir, es tut einfach nur weh. Ja. Ich meine, du kennst die ähnliche Situation, ne? Ihr seid auch mal abgestiegen. Klar. Aber wir sind so grottenschlecht. Das ist schon So, nochmal da. ein tieferes Niveau als unsere Abstiege. Die waren auch schon dermaßen für den Arsch, wie jeder Abstieg, aber von der Gesamtsituation doch nochmal ein bedeutendes Stückchen ruhiger. Vor allem damals auch noch mit Fans, ob es jetzt unbedingt die Sache ruhiger macht oder nicht, aber keine Ahnung, ob es euch besser machen würde, ob ihr, wenn ihr wieder mit Fans spielen würdet, keine Ahnung, aber ist schon ein großer Unterschied. Also macht keinen Wie du denkst. Spaß, aber. Ich hatte wirklich auch so ein bisschen Hoffnung vor eurem Dortmund-Spiel, bin ich ganz ehrlich. So wie die gerade in der Liga abgeliefert hatten, wäre es das typische Fußballding gewesen. Gerade gegen die Dortmunder gewinnen sie dann, aber das war halt, ja. Aber die Zeiten sind offensichtlich vorbei, leider. Ja. Also wie gesagt, ich habe gegen Dortmund, ich habe da jetzt auch nicht unbedingt, ich habe ja gerade gesagt, ich habe da noch ein Fünkchen Hoffnung gehabt. Nicht unbedingt, dass Schalke gewinnt gegen die Dortmunder, aber dass sie zumindest wieder ans Kämpfen drankommen. Ja. Und ja, was wollen wir jetzt erzählen? Ja, die erste Viertelstunde nach der ersten Halbzeit war super. Toll, wow. Ja. Können wir uns nichts von kaufen. So, deswegen, ja. Ist am Ende leider wirklich nur der Pfostenschuss für die Statistiken gewesen. Dann war es Ja. wirklich so ein kleines One-Hit-Wonder. Da muss ich wahrscheinlich Hoffenheim wirklich dermaßen blöd fühlen mittlerweile. Das war so ein bisschen die Hoffnung. Vielleicht passiert danach was, aber dann wirklich. Seitdem komischerweise gar nichts mehr. Wie siehst du denn die nächsten Spiele? Wie geht man da als Fan hin, wenn man, keine Ahnung, eh keine große Lust mehr hat? Weil ihr hättet ja theoretisch nächstes Spiel nach uns ist Mainz. Danach wird es wieder ein bisschen brockiger mit Wolfsburg und Gladbach, aber das nächste Spiel wäre ja Mainz, so als direkter Konkurrent quasi. Ist auch noch nicht das rettende Ufer, aber direkter Konkurrent und zu Hause. Also wirklich da auch nach dem Motto scheißegal. So, oder. Wenn Nee, die, nein. sag es so, wenn die jetzt gegen, wenn die jetzt anfangen, gegen uns und gegen Mainz zu gewinnen, ist wieder Hoffnung da? Ja, doch, dann ist wahrscheinlich wieder Hoffnung da. Also alles andere wäre dann auch wieder utopisch. Dafür kenne ich mich auch zu gut und dafür kenne ich auch die Schalke-Fans Ja. gut. Auch ja, es ist wie bei allem im Leben. Ja, wenn du ganz unten liegst, dann liegst du halt ganz unten. So und dann tritt noch jeder drauf. Und sobald du wieder anfängst zu siegen,
geht es halt wieder auch aufwärts. Ne? Dann kommt auch die Hoffnung zurück. Aber du, ehrlich, ich sehe nicht, dass wir die nächsten zwei Spiele gewinnen können. Ich sehe halt nicht. Ich hoffe ja immer so ein bisschen, okay, zumindest in den Spielen erkennen zu können, dass die Mannschaft wirklich will und dass sie es verstanden hat und dass sie nachhaltig auch was ändert. Ja, wir hatten auch einige gute Spiele, die dennoch immer die gleichen Probleme auch wieder vorgezeigt haben. Nämlich Schalke schießt einfach keine Tore. So, ja, da haben wir super gefightet, super gekämpft, ja, aber wenn du halt nicht in den Strafraum reinkommst und den Ball einfach nicht über die Linie drückst, was nutzt es dir? Gar nichts. Gar nichts. Also es ist eine ganz, ganz schlimme mentale Blockade bei den Spielern. Das sieht man auch, ja. Wie gesagt, die kommen ja auch bis zum Strafraum, aber dann ist halt Ende. Das ist wie zugenagelt, das Tor so. Und ich sehe halt gerade nicht, dass die Spieler irgendwas ändern, dass irgendwas passiert. Nee, sehe ich gerade nicht. Nee. Du sagst, sie haben wenigstens den Abschiedskampf angenommen oder? Das auch nicht, weil wenn man jetzt mal guckt, wir gehen jetzt auch mal ganz, ganz böse davon aus, ihr werdet dann Ende der Saison in Liga 2 runter müssen. Was für Liga, kann man glaube ich auch aus VfB-Fansicht oder egal aus welcher Fansicht sagen, erstmal schade wäre. Logisch, würde man vor allem merken, wenn die Fans wieder zurück sind, dass da was fehlt. Man stellt sich vor, Hamburg gegen Schalke in der zweiten Liga, das ist nochmal irgendwie, nochmal anders. Stuttgart gegen Hamburg war auch schon krass genug, das ist irgendwie nochmal eine Schippe drüber. Aber gerade für zweite Liga, wir haben es ja gemerkt, da muss ja genauso ackern. Das wird ja kein schöner Fußball, deswegen haben wir es auch nicht geschafft, wirklich toll aufzusteigen. Wir haben mit Ach und Krach uns irgendwie hochgearbeitet, aber meinst du, da sind die Leute für da, die dann einfach 34 Spieltage in der zweiten Liga am Stück sich gegen jeden, keine Ahnung, Blockadegegner wie, keine Ahnung, KSC oder was auch immer da unten, die dem standhalten können, die da aufsteigen, oder wird es der nächste HSV? Das kann ich jetzt einfach noch nicht sagen. Also wir haben circa 15 Verträge, die jetzt aktuell auslaufen, beziehungsweise Leihen, die definitiv enden. Dementsprechend kommen aber auch 7 ausgeliehene Spieler zurück. Und das sind auch alles nicht die größten Granaten. Ja, da sind auch ein Bernard Tekpeti oder da sind auch andere, eigentlich namentlich brauche ich jetzt eigentlich gar keinen zu nennen, aber das sind alles Spieler, die haben auch in der Vergangenheit halt nichts gerissen. Ja. Die halbwegs was gerissen haben, wie ein Ozan Kabak oder wie ein Weston McKennie, die gehen halt zu anderen Vereinen. So, die werden nicht mehr in die zweite Liga. Dann noch die Frage, ob ihr gut Geld bekommt oder nicht für die, vor allem bei dem Kabak Genau. dann. Genau. Dann ist halt. Und das wird eine hammerschwere Aufgabe, auch selbst mit diesen ganzen auslaufenden Verträgen, sich auch immer noch von dieser Altlast der Spieler tatsächlich auch noch so zu trennen. Also es ist immer noch extrem viel, es ist sehr, sehr schwierig, immer noch mit dem Kader umzugehen. Auch dann in der nächsten Saison, also wenn wir jetzt über den Sommer sprechen, dann ist Corona immer noch ein Thema. Ja, klar. Es ist immer noch ein Thema, die Vereine haben kein Geld, wir können nur Spieler ausleihen, wir haben sowieso kein Geld, ja. Wir sprechen aktuell über 240 Millionen Euro Schulden, mit denen wir dann in die zweite Liga runtergehen. Also da kann alles passieren. Deswegen, also ich wünsche mir auf keinen Fall auch, dass Schalke 04 runtergeht. Es gibt einige, die mittlerweile auch sagen, ja, komm, lass uns runtergehen, dann wird alles besser. Ich habe da Schiss vor, Das muss ich ist der wirklich sagen. typische Quatsch von ja, eine zweite Liga tut gut. Das tut nur dann gut, wenn man es hinbekommt, wie wir es ja beide mal zum Glück geschafft haben, wieder direkt aufzusteigen. Das hieß ja beim HSV, die sind jetzt auch wieder 3, 4 Jahre am Stück da unten drin. Aber wenn wir uns im Sommer gucken, wird sich der Verein bei euch ja auch quasi komplett neu aufstellen. Sei es jetzt Trainer, sei es Schneider ist weg und sei es auch, wer weiß, klar, ihr habt nicht das Geld, was wir zum Beispiel hatten, aber nimmt ja schon bestimmt auch ein bisschen was ein durch Kabak und McKennie beispielsweise. Wir hatten gleich, glaube ich, einen Sommer von 19 Abgängen und 19 Zugängen. Also im Kader wird es wahrscheinlich ähnlich aussehen bei euch. Gibt es da schon irgendwelche Hoffnungen? Ein paar Namen kurieren ja, aber gibt es irgendwelche Hoffnungen für Aufstellung, Trainer, irgendwer, der, wo du sagen würdest, jo, da leitet was Neues ein? Also wir haben aktuell 3 Trainer im Gespräch auf Schalke, die sind eigentlich alle, also mit denen kann man es auf jeden Fall versuchen, ja. Das ist zum einen
Domenico Ja. Tedesco, weil er noch der unrealistischste eigentlich ist, aber für viele, viele Schalker-Fans die absolute Wunschlösung und wie gesagt, für mich eigentlich auch die Top-Lösung, muss ich sagen. Dann der nächste ist Baumgart, Steffen Baumgart von Paderborn. Den fände ich ja ehrlich cool. Also, den würde ich da echt sehen. Auch für zweite Sagen. Liga, weil Tedesco, weiß nicht, hat er immer noch, kriegt er immer nachgesagt, dieses Laptop-Trainer-Ding. Deswegen weiß ich nicht, ob der dann für Auswärtsspiele in Aue gewappnet ist, aber Ja, der kommt aus Aue. Dafür ja, auf eben, jeden Fall. gut, die Erfahrung hat er, klar, aber Baumgart stelle ich mir cool vor. Das ist auch ein Typ, der würde, glaube ich, zu Schalke passen, auch von der Mentalität her. Tedesco ist ja, glaube ich, eher ein, zumindest nach außen hin, eher ein ruhiger. Wir haben uns ja schon mal über Zorniger auch unterhalten, Ja. ne? Ich finde, Baumgart ist eigentlich so ein ähnlicher Typ wie Ja. Zorniger und würde ich auch feiern, muss ich ganz klar sagen. Ja. Und der letzte ist Gramozis, Ah ja, der der überall auch bei durchgereicht wurde, wurde auch schon bei uns in die Gerüchteküche geschoben, als, ich glaube, Walter weg war dann. Also der wird überall hin und her geschoben. Wie sieht es denn mit Sportdirektorenposten aus, wenn Schneider geht? Also erstmal, glaube ich, die Frage übrig sich, aber guter Schneider geht im Sommer. Ja, gute Frage. Ist wirklich eine gute Frage. Also, ich meine, normalerweise, viele können die ganz klar beantworten, indem sie sagen, Schneider musste weg, der hat zu viele Fehler gemacht. Ist auch wahr. Er hat extrem viele Fehler gemacht. Ist in jedes Fettnäpfchen ist er reingelaufen. Ja, aber man muss bei Schneider aber auch berücksichtigen, welch Trümmerhaufen der übernommen hat. Also, guck dir an, was ein Christian Heidel vorher an Transfers getätigt hat Ja, auf ja. Schalke. Unter keine Kuhhaut. Wirklich, das ist unglaublich. Und da sind die Fehler viel früher gemacht worden. Einerseits durch Clemens Tönnies, das war wahrscheinlich noch der größte, Horst Held damals abzudecken. Den hattet ihr auch mal Ja. sehr erfolgreich. Naja, wir hatten ja ähnliche Aktionen, Schalke und Stuttgart auch, glaube ich, Keller beide auf Positionen rausgeschmissen, wo du heute dir vor den Kopf schlägst. Also Tabellenpositionen meine ich damit. Das war ja früher noch die anderen Erwartungshaltung. Da denken wir heute ganz anders drüber. Ja, und ja, wie gesagt, die Fehler sind einfach vorher gemacht worden. Heidel und Tönnies haben es einfach vor die Wand gefahren. Ja, Tönnies hat sich gedacht, okay, ich versuche es mal einfach mal mit einem anderen. Will man eine neue Philosophie mit dem starten? So, Ja. und hat sich leider den Falschen ausgesucht. Und Heidel hat einfach losgelegt wie die Feuerwehr. 26 Millionen auch für Brel Embolo ausgegeben, für einen Ja, 19-Jährigen aus der Schweizer Liga, wo du so denkst, wieso ist der 26 Millionen wert? ja. Kann funktionieren, aber also es ist ein Riesenrisiko Naja, schon. das ist schon Wahnsinnsgeld gewesen. Bevor wir zur Prognose zum Spiel kommen, einfach durfte einfach eine Ja-Nein-Antwort. Siehst du Schalke gewappnet für zweite Liga? Oder siehst du es wahrscheinlich, dass ihr runtergeht und gleich wieder zurückkommt? Habe ich mir jetzt noch keine tiefergehenden Gedanken zugemacht, muss ich dir ehrlich Ja, gestehen, weil ist auch wirklich schwierig, glaube ich, weil viele haben ja auch schon Angst, quasi eben wegen den ganzen Schulden und so weiter, dass es vielleicht noch tiefer geht, so in Richtung Kaiserslautern. Aber es so ist weit kein wollen wir mal Zucker. nicht denken. Es ist kein Zuckerschlecken mit 240 Millionen Euro Schulden, knapp 240 Millionen. Ja, jetzt werden einige schon in den Kommentaren wieder schreiben, wieso, warum behauptet er das? Ja, ungefähr werden wir da landen, so hat es unsere Finanzvorständin zumindest gesagt. Ja, also knapp 240 Millionen Euro Ja. Schulden. Also, es ist kein Zuckerschlecken. Wie willst du denn da überhaupt Spielraum haben? Ja, wir haben jetzt einen Sponsor, der heißt Gazprom, der wird bei erstmal ist er weg zur Ja. zweiten Liga. Ja, Okay. wird nachverhandelt werden müssen mit dem. Und das ist längst noch nicht gesagt, dass Gazprom dann auch bleibt. Wenn Gazprom bleibt, dann für sehr, sehr viel weniger Geld. Ja, klar. Und wenn er nicht bleibt, dann kriegen wir einen Sponsor und der zahlt sehr, sehr viel weniger Geld als Ja. Gazprom. Da kannst du sicher sein. Und Heißt Knappenschmiede in der zweiten Liga. das ist natürlich eine Muss-Lösung teilweise. Also Eigentlich für fast viele schon, ja. wird es gar nicht anders mehr gehen, als Spieler aus der knappen Schmiede einzusetzen.
Aber da muss ich Schneider aber auch sagen, Schneider hat sehr, sehr gut und sehr, sehr viel eingekauft für die Knappenschmiede jetzt, Anfang des Jahres. Hat natürlich ein bisschen darunter gelitten, dass die Jugendmannschaften größte Teile gar nicht spielen konnten, wegen Corona letztendlich auch. Aber da sind sehr, sehr viele Talente gekauft worden im Sommer. Hat Schalke das erste Mal richtig Geld für Talente wirklich in die Hand gegeben. Kann man ja auch kritisch sehen, aber ja, wenn man da oben bleiben will, ja, die sieht sich als beste Ausbildungsstätte Deutschlands oder mitbeste zumindest. Ja, da muss Dann kann man man. ja da ein bisschen Hoffnung reinsetzen, weil es nur, wenn McKennie irgendwie 15 Millionen anbringt oder ein Kabak noch 15, die werden ja quasi null reinvestieren können. Die fließen direkt in die Schulden und sonst was. Also Genau, da ein bisschen genau. Hoffnung reinsetzen. Dann können wir zum Prognose für dieses Spiel kommen. Jo. Boah, ist schwierig. Habe ich ja vorhin schon gesagt, ich hatte gegen Köln ein unfassbar sicheres Gefühl, dass wir gewonnen haben. Haben wir auch irgendwie hingerotzt, das 1-0, sage ich mal. Gerade so irgendwie. Typischer Arbeitssieg. Aber irgendwie gegen Schalke ist halt erstmal, klar, wieder, das ist das lustige Ding, wieder von der Aufsteiger redet groß auf, aber es ist wirklich das Ding von wegen gegen Schalke. Bitte, bitte gerade gegen die nicht. Das hatten wir im Hinspiel schon. Bitte gerade gegen die nicht. Dazu habe ich irgendwie 3, 4, 5 Heimspiele in letzter Zeit gegen Schalke alle am Band verloren. Also rein statistisch ist die Gefahr höher, dass wir gegen euch verlieren, als dass wir es gegen Köln getan hätten. Aber meinst du, da geht was für euch auswärts? Aktuell sehe ich es halt echt nicht. Wirklich. Es ist halt, du erlebst mich jetzt gerade wirklich schon in der schlimmsten Phase, die ich bisher so eigentlich gehabt habe. Also Ja. die pessimistischste. Ja, ich bin von Grund auf positiver Mensch, aber das Derby, wir haben gerade mal wieder 4-0 einfach eine Klatsche kassieren müssen von den Schwarz-Gelben. Und ich sehe nicht, dass wir aktuell das Spiel gegen Stuttgart gewinnen können. Guckt euch mal alleine eure beiden Stürmer, die haben mehr Tore geschossen als unsere komplette Mannschaft. Tatsächlich, okay. Das Wir haben ist. 15, weil man Gitoka hat, glaube ich, 11, Kalajdzic 10, so Ja, ungefähr. Das stimmt, stimmt. ist deutlich mehr. Ja, aber dazu die ganzen Verletzten, ne? Selbst die, die neu geholt wurden, Mustafi, Hüntelaar, alle verletzt. Ein Riesenlazarett bei euch. Neun Spieler im letzten Spiel. Das musst du dir mal reinziehen. Das Neun. ist. Da kommt wirklich Unfassbar. alles zusammen dann, ne? Da wirst du halt von allen Seiten runtergedrückt. So, das ist wirklich Ist wirklich so. Ist mehr als wirklich eine so. Mammutsaufgabe. Aber um es positiv zu sehen, rein rechnerisch ist es noch drin. Deswegen, so lange kann man noch kleinste Hoffnungen irgendwie holen. Weil, wie gesagt, die Abfolge jetzt bei uns gewinnen, gegen Mainz gewinnen. Und dann ist wieder ein bisschen positiver. Machen wir das, die Prognose mal quasi wirklich in Richtung Ergebnis. Was tippst du? 2-1 für Stuttgart. Ich glaube 2-1. schon, dass die Schalker versuchen werden, dass sie kämpfen werden, aber dass es wieder mal nicht reichen wird. Ja, da würde ich fast mitgehen, weil es wird wieder ein extrem zähes Spiel, wie wir es auch gegen Köln hatten oder generell auch schon im Hinspiel. Es war ja auch schon kein besonders tolles Spiel, sondern recht zäh. Deswegen glaube ich auch nicht, dass wir allzu viele Tore machen werden. Deswegen glaube ich, 2-1 ist eigentlich recht realistisch mit ein bisschen Hoffen hinten raus, weil das ist das große Ding, wenn man auf das Spiel zugeht. Wir müssen auf jeden Fall in Führung gehen und danach kann man das für recht sicher verkaufen, dass wir das irgendwie runtergespielt bekommen, hoffentlich. Deswegen denken 2-1 ist auch recht realistisch. Bleibe ich auch mal bei dem Tipp. Und dann, wir nehmen ja bei dir noch ein Video auf, also da ist ja gerne vorbeischauen, natürlich alles verlinkt. Und natürlich auch dann von uns beiden die Streams am Samstag zum Spiel. Je nachdem, welche Seite ihr gucken wollt oder ihr macht Splitscreen und schaut euch alles an, was noch geht. Und dann, vielen Dank, dass du dabei warst. Ey, gerne, gerne. Danke für die Einladung. Das Oh, machen wir. ging ja auf jeden Fall dieses Mal von dir aus. Fand ich super. Ja, klar, Hat mich also. wirklich gefreut. Hat mich einfach nur gefreut, dass du Bock hattest. Ja. Klar, immer gerne. Wenn die Spiele kommen, dann nimmt man das mit oder auch außerhalb mal. Sehr, sehr gerne. Und dann, wie gesagt, schaut bei ihm vorbei, schaut bei mir vorbei. Dann habt ihr, glaube ich, wirklich das komplette Feld zu Schalke und Stuttgart abgehakt. Ihr kriegt bei mir noch den quasi
Lonely alleine Vorbericht aus dem Keller jetzt neuerdings quasi. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.